Hallöchen, ihr Lieben. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute starte ich das Video aus einer etwas anderen Perspektive, denn ich möchte euch das fertige Werk einfach mal am Anfang zeigen. Und ich möchte heute in diesem Video mit euch diese Wimpelgirlande basteln, die total easy herzustellen ist aus Materialien, die eigentlich jeder zu Hause hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Um diese Wimpelgirlande herzustellen, benötigt ihr natürlich Cardstock in eurer Wunschfarbe und eine Stanzschablone in eurer Wunschform. Ich habe jetzt diese hier genommen, die ist vom Action und ich glaube, die ist schon 3 oder 4 Jahre alt und ich wusste bislang nie, was ich damit so machen soll. Ich habe da, glaube ich, mal ein Mini-Album draus gebastelt und das hier als, als Klebestelle genommen für die Seiten. Und jetzt sind mir die in die Hände gefallen. Ich dachte, das ist eigentlich die perfekte Form dafür. Wenn man diese Form allerdings nicht hat, dann nimmt man einfach eine andere große Form. Zum Beispiel diese. Die ist zwar ein bisschen kleiner, aber ist auch diese klassische Wimpelform. Oder was natürlich auch geht, man nimmt einfach irgendwas anderes, was relativ groß ist. Also man könnte jetzt hier die größte Form ausstechen und dann oben ein ausstanzen, Entschuldigung, und dann oben hier einfach so 2-3 Zentimeter trimmen, so dass man quasi eine gerade Linie hat. Also im Grunde genommen sind da der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und wenn man überhaupt gar keine Stanzmaschine hat und keine Schablone in der Größe hat, ist das auch gar kein Problem. Man nimmt sich einfach einen Cardstock, macht eine beliebige Form draus, schneidet sie einmal aus und überträgt dann diese Form auf alle anderen, so viele, wie man halt gerne haben möchte. Und dann hat man auch schon die Wimpel fertig. So, dann habe ich jetzt für diese Wimpelkette Buchstaben verwendet und ich habe mir die einfach ausgedruckt. Und zwar so groß, wie ich wollte. Also ich habe einfach mal geguckt, so die dürften jetzt 12, 13 Zentimeter hoch sein. Ich habe mir das einfach, so eine Blockschrift genommen, die relativ einfach auszuschneiden ist. Das kann man natürlich auch mit mehr oder weniger Schnörkel machen, wie einem das gefällt. Und die habe ich ausgeschnitten und dann habe ich die übertragen auf einen anderen Cardstock. In meinem Fall war es jetzt Glitzer Cardstock, der ist auch aus einem Action-Block. Und dann habe ich das quasi auf die Rückseite übertragen. Da muss man natürlich kurz drauf aufpassen, dass man es auch spiegelverkehrt hinlegt, so dass, wenn man es ausgeschnitten hat, dass es dann auch richtig rum zu verwenden ist. Genau. Und dann verziere ich die Wimpelkette und dafür habe ich mir jetzt einfach Washi-Tape ausgesucht. Also mir war es schon wichtig, dass die Wimpeln bisschen bunt sind, aber halt auch nicht so überladen. Und deswegen habe ich für jeden Wimpel die gleiche Farbe genommen. Und mein Washi ärgert mich gerade. Ah, da ist es. Immer diese Sucherei, wie beim Tesa. Genau, und ich klebe mir jetzt einfach auf eine Seite einen Streifen von diesem Washi-Tape auf. Dann nehme ich natürlich gut Klebendes, damit mir das auch lange hält. Trimme hier die Enden einmal runter. Also das ist wirklich eine sehr, sehr leichte Deko für einen Kindergeburtstag oder wenn eine Mami aus dem Krankenhaus kommt und ihr neugeborenes Baby mitbringt, so eine Baby-Wimpelkette zu machen oder wenn jemand geheiratet hat und das dann in anderen Farben gestalten möchte, ist das natürlich auch total easy und total schnell gemacht. Ich habe übrigens gerade schon gebastelt, meine Finger sehen ein bisschen danach aus, I'm sorry. Genau, ich klebe jetzt den Buchstaben so auf, gucke halt, dass alle Buchstaben in etwa auf der gleichen Höhe liegen, damit sie, ja, damit das nicht so unruhig aussieht. Und dann habe ich mir jetzt überlegt, dass ich das noch schön finde, wenn der Buchstabe ein bisschen umrandet ist, einfach damit das so ein bisschen vom Papier abgehoben ist. Das kann man auch, ja, theoretisch vorher machen an dem jeweiligen Papier. Ich gehe immer aufs Ganze und volles Risiko, weil wenn ich mich vermal, ist es halt einfach, ja, vermalt. Dann sieht es nicht schön aus, dann habe ich irgendwo einen Strich. Das wäre nicht das erste Mal, dass mir sowas passiert. Aber dieses Mal hat super geklappt. Und jetzt kommt so, ja, das Einfachste eigentlich. Ich nehme mir, das ganze Ding ist einfach, aber so dieser Clou an dem Ganzen. Ich nehme mir diese Pappstrohhalme. Man kann natürlich auch Plastikstrohhalme nehmen, aber die haben halt immer richtig, richtig schöne Farben. Das passt voll gut dazu. Das sieht so ein bisschen Candy-Style aus. Und da habe ich mir jetzt auch ein paar rausgesucht und habe die auf die Länge getrimmt von diesem, von dieser Kante hier oben. Und die klebe ich einfach auf.
Mit einem gut klebenden Kleber, das ist in meinem Fall Tombow. Man kann natürlich auch eine Heißklebepistole nehmen, je nachdem, was man gerade da hat. Im Grunde genommen ist es nur wichtig, dass der Kleber gut anzieht und dann hinterher auch stabil ist. Und dann klebe ich einfach den Strohhalm auf. Und da das Papier ist, klebt das auch perfekt fest. Dann ist der Wimpel fast schon fertig. Ich möchte den jetzt nur noch dekorieren. Und da habe ich mir vom Action diese Sticker ausgesucht. Und zwar sind die ja aus diesem Stickerblock mit 8 Blättern. Und da sind wirklich coole Sachen dabei. Und ja, sie wollte gerne so ein bisschen Meerjungfrau-Deko haben und so ein bisschen Thema Meerjungfrau haben. Dann dachte ich mir, okay, das passt perfekt dazu. Und ich habe mich jetzt noch hier für dieses süße kleine Seepferdchen entschieden. Die sind manchmal ein bisschen schwer rauszulösen, deswegen muss man da sehr vorsichtig mit sein. Das klebe ich mir einfach noch auf. Vielleicht noch ein Seestern dazu oder was gibt es denn sonst noch Schönes? Ach, diese kleine süße Fischfamilie hier. Wäre vielleicht noch ganz cool. Und so hat man sich total schnell die einzelnen Wimpelelemente zusammen, zusammengeschustert und kann diese dann einfach auf eine Schnur aufziehen. Wo sind sie denn alle? H, Na, U, L, E. Und der Rest passt nicht mehr rein. N, A, und damit symmetrisch ist und jede Farbe auch zweimal verwendet wird, habe ich noch ihr Alter mit aufgeschrieben. Genau, das Ganze ziehe ich jetzt einfach auf einem Bändel auf oder auf einen Schleifenband und dann ist die Wimpelkette auch schon fertig. Das war ein ganz schneller Quick-Tipp von mir, einfach weil ich dachte, ich nehme euch ein bisschen bei der Deko-Gestaltung mit. Das kann man ja immer mal brauchen, diese Idee. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss.